The Pioneer Briefing, der Podcast. Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 5. August. Das Thema Atomkraft, es bleibt heiß. Der Atomspaltpilz fordert die Ampel heraus. Es geht um die letzten drei aktiven AKW in Deutschland und die Frage, wie geplant abschalten oder erstmal weiterlaufen lassen. Das sorgt für Spannungen zwischen den Parteien und innerhalb der Parteien. Der neueste Vorstoß kommt vom Kanzler. Er sagt, in Zeiten der Gasknappheit, was die Energieversorgung in Deutschland betrifft, sind die drei letzten Atomkraftwerke, wie jeder weiß, ausschließlich relevant für die Stromproduktion und nur für einen kleinen Teil davon. Aber trotzdem kann das Sinn machen. Partei-Co-Chefin Saskia Esken ist anderer Meinung. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagt sie, Zitat, wir werden den Ausstieg aus der Kernenergie nicht revidieren. Zitat Ende. Für die Grünen ist das Thema besonders heikel. Schließlich ist die Partei Anfang der 80er ganz stark aus der Anti-Atomkraft-Bewegung heraus entstanden. 1983 zogen sie in den Bundestag ein. Frau Kelly, Jubel brach hier aus, als die Zahl nur endlich klar war, dass Sie drin sind. Welche Form der Politik wollen Sie denn mit den Abgeordneten, die Sie in den Bundestag kriegen, machen? Ja, wir werden nicht nur gewaltfreien Widerstand auf der Straße ausprobieren, einüben. Wir werden diesen gewaltfreien Widerstand gegen Atomarisierung, gegen Außenminister Strauß, gegen Stationierung, gegen frauenfeindliche Politik im Parlament machen, im Deutschen Bundestag. Und heute? Da stellt Winfried Kretschmann, der damals dabei war, 1983 und heute grüner Ministerpräsident ist, im ZDF klar, er ist nicht gegen einen Weiterbetrieb der drei Kernkraftwerke. Wenn Sie jetzt bleiben bei einer klaren Ablehnung von verlängerten Atomkraftlaufzeiten bei den Grünen, dann Nein, sagen Sie? Also keine klare Ablehnung. Im Moment ist das ja die Parteilinie. Ich habe nur gesagt, nein, nein, nein. Ricarda Lang, Chefin der Grünen, sagt im ZDF das genaue Gegenteil. Sie will keinen Weiterbetrieb. Warum? Weil wir eine Gasmangellage haben. Und es ist so, dass die Gaskraftwerke in Deutschland nur zu einem sehr kleinen Teil in der Verstromung eingesetzt werden und da nur zu einem winzigen Teil durch die Atomkraft ersetzt werden könnte. Wir haben ein Wärmeproblem, kein Stromproblem. Und wenn man sie versuchen würde zu ersetzen, wären wir bei unter 1%. Das steht starken Risiken entgegen. Da komme ich bei einer riesigen Nutzenabwägung dazu, dass das nicht der richtige Weg ist. Und bei der FDP? Da sagte Parteichef Christian Lindner im Januar, für Deutschland ist die Kernenergie ohnehin keine Option. Manche träumen davon. Wo gibt es eine Bereitschaft für neue Anlagen? Wo gibt es private Betreiber? Wo gibt es privates Kapital? Wo gäbe es einen privaten Versicherer, der das Risiko der Kernenergie im Markt versichern würde? Und jetzt kommt das Dementi von, Achtung, Parteichef Christian Lindner. Ich bin in der jetzigen Situation offen für die Nutzung der Kernenergie. Es muss in jedem Fall eine Stromlücke verhindert werden und zugleich darf Gas nicht mehr für die Energieproduktion eingesetzt werden, weil es so knapp geworden ist. Die Union zeigt sich in der Opposition in seltener Einigkeit. CDU-Chef Friedrich Merz und CSU-Chef Markus Söder haben gestern demonstrativ das AKW Isar 2 besucht. Die Botschaft war danach klar und kernig. Für uns ist wichtig, dass die Kernkraft weiterbetrieben wird. Wir haben das von Anfang an gemeinsam als Forderung gemacht. Die Koalition, die Ampel zögert hin und her. Streitet sich intern über die Frage, was ist richtig oder falsch. Es ist jetzt endlich Zeit zu handeln. Im ARD-Deutschland-Trend spricht jetzt die wichtigste Stimme, das Volk. Ergebnis, nur 15% der Bürger will, dass die letzten drei AKW zum Jahresende abgeschaltet werden. Der Rest hat mit einem vorläufigen Weiterbetrieb offenbar kein Problem. Aktuell laufen zwei Stresstests. Einmal wird durchgetestet, wie sicher die deutsche Stromversorgung unter verschärften Bedingungen ist. Und der zweite Stresstest ist politischer Natur. Die Ampelparteien müssen das tun, was richtig und vernünftig erscheint, ohne dabei ihr Gesicht zu verlieren.
Das Ergebnis des ersten Stresstests wird bald vorgestellt. Der politische Stresstest hat hingegen ein offenes Ende. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche mit dem Repräsentanten Taiwans in Deutschland, Zhu Weixie, über die angespannte Lage in seinem Land und das besondere Interesse von China an dem Inselstaat. Taiwan befindet sich gerade in diesem Schnittpunkt. Vom Taiwanstraße und Westpazifik. Hat man Taiwan? Hat man die Kontrolle? Chefredakteur Michael Bröker spricht mit Norbert Röttgen über die Frage, wie sich der Westen gegenüber China verhalten soll. Unsere Börsenreporterinnen Anne Schwedt und Annette Weißbach berichten über starke Zahlen bei Coinbase und Lufthansa. Wir schmunzeln über die mentale Kraft von Uri Geller und sind auf der Suche nach verloren gegangenen Tauben. Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, hat Taiwan inzwischen wieder verlassen, aber ihr Besuch hält immer noch nach. Die chinesische Regierung reagiert auf ihren Zwischenstopp mit dem Einsatz der Armee in der Nähe Taiwans. Nachdem bereits in den vergangenen Tagen Kampfjets in Taiwans Luftverteidigungszone und Kriegsschiffe in der Meerenge gesichtet wurden, startete China gestern nun mit schweren Militärmanövern. China fired several missiles into the waters of Taiwan today in live fire military exercises. Wie besorgt sind die Taiwanesen? Stellen sie sich auf eine militärische Auseinandersetzung ein? Das wollte ich von dem diplomatischen Vertreter Taiwans in Deutschland, Professor Zhu Weixie, wissen. Guten Tag. Guten Tag. Zuallererst, wie spreche ich Sie korrekt an? Eure Exzellenz ist ja die richtige Ansprache für einen Botschafter, aber Ihre offizielle Bezeichnung ist diplomatischer Vertreter Taiwans in der Bundesrepublik Deutschland. Ja, oder ich darf noch hinzufügen, ich bin nicht akkreditiert. Ich bin zwar entsandt von einer Präsidentin einer ja hoch anerkannten Demokratie, aber leider nicht als souveräne Staaten kann. Also kurz, ich bin Repräsentant von Taiwan und das ist mir wichtig, dass ich von Taiwan bin und nicht von irgendeinem Chinese Taipei oder Taipei. Und wie Sie gerade erwähnt haben, im Demokratieindex liegt Taiwan auf Platz 8 und damit 7 Plätze vor Deutschland und satte 18 Plätze vor den USA. In dem Ranking werden die USA als defizitäre Demokratie eingestuft und Taiwan und Deutschland sind funktionierende Demokratien. Trotzdem wird Taiwan nur von ungefähr 14 Ländern weltweit als souveränes Land anerkannt. Wie ist es für Sie, dass Ihr Land eigentlich Musterschüler immer als Außenseiter in der internationalen Staatengemeinschaft behandelt wird? Ja, das ist eigentlich eine schwere Aufgabe, die ich hier auszuführen habe, als jemand, der zwar von der Demokratie entsandt wird, aber nicht als Botschafter auf Deutsch anerkannt wird. Da sind mir viele Wege gesperrt von vornherein. Ich werde nicht akkreditiert. Gut, ich habe aber freien Zugang zum Auswärtigen Amt. Aber ja, ich habe nur bis zur bestimmten Etage Kontakt, nach oben hin dann nicht mehr. Und ich habe dann auch viele Angelegenheiten, viele Events. Da bin ich gesperrt sozusagen. Ja, also ich bin in diesem Fall ein Verbot. Ich hab da. Für Botschafter, ja, okay. Aber hier auch heute. Heute sind wir auf dem Boot. Ja, dann bin ich ein Botschafter mit zweimal. Oh, wir sitzen dann in einem Boot. Sehr schön. Und treffen Sie auch manchmal auf den chinesischen Botschafter in Ihrer Tätigkeit hier in Berlin? Nein, die können es sich nicht leisten, sich zu befinden mit mir oder mit irgendwelchen Leuten von uns in einem Raum oder bei einem Event. Ja, wir sind denen nicht würdig genug. Und wenn wir da sind und die da sind, die werden dann versuchen, uns rauszuschmeißen oder uns rausschmeißen zu lassen. Denn wir sind nicht salonfähig für die. Wie die sagen immer, Taiwan ist ein Teil von China. Also wo die da sind, ist Taiwan schon vertreten. Ja, das ist deren Definition von unseren Beziehungen. Wir betrachten es natürlich ganz anderes. Wir sind eine Demokratie, ein gutes Beispiel, ein Leuchtturm der Freiheit, sagte ich immer. Nicht nur für die Taiwaner, sondern für die Chinesen. Ja, aber dadurch sind wir natürlich ein Dorn im Auge von Peking, von diesem Betonköfer geworden. Ja, denn die haben immer gesagt,
Menschenrechte, Redefreiheit, Meinungsfreiheit, mehr Parteien zu stimmen, das würde alles nicht passen zu der chinesischen Kultur. Aber wir haben durch unsere praktizierte Demokratie tagtäglich sozusagen das Gegenteil von deren Behauptungen unter Beweis gestellt. Ja. Ja, absolut, aber trotzdem eine super schwierige Situation, wenn sie im Ausland sind und man immer wieder schauen muss, wer auf Events geht und wer nicht kann, ja, weil man nicht im selben Raum sich aufhalten kann. Jetzt sprechen wir heute ganz aktuell über die Situation in Ihrem Heimatland. Ja. Jahrzehntelang hat es einen friedlichen, wenn auch heiklen Status quo dort gegeben. Warum mit dem Besuch von Nancy Pelosi zu diesem Zeitpunkt daran rütteln und wirklich Öl ins Feuer gießen, ein Feuer, das jahrelang wirklich unter Kontrolle war? Das stimmt nicht, dass der Frieden dort immer bestanden hat. Wir wurden immer bedrängt, wir wurden immer angedroht. Und von daher haben wir es für sehr wichtig gehalten, wir haben das sehr begrüßt, nämlich den Besuch von Nancy Pelosi als Parlamentspräsidentin sozusagen. Das ist ein Zeichen der Solidarität. Hm. Ein Zeichen der Solidarität nicht von irgendeiner politischen Figur. Die ist nicht nur eine Politikerin, die ist der Präsident von diesem Parlament, von diesem Kongress. Die Nummer drei. Ja. Die ist Nummer drei, nach Biden und seiner Vizepräsidentin. Ja. Ja. Mhm. Das hat eine sehr starke symbolische Aussage. Und von daher sind die Chinesen sehr nervös gewesen, denn USA hat in diesem Fall sozusagen dieses Zeichen vom Beistand rüber geschickt auf eine sehr friedliche Weise. Also die Chinesen hätten es eigentlich locker hinnehmen müssen. Ja, das war auch das, was die US-Regierung auch gesagt hat im Vorfeld. Jetzt wollen wir keine Krise aus einem solchen Besuch machen. Trotzdem muss der taiwanesischen Regierung auch im Vorfeld ganz klar gewesen sein, welches Risiko man dann eingeht, wenn Nancy Pelosi zu Besuch kommt, einfach aufgrund der symbolischen Kraft. Ja, die Deutschen sagen, wo es gehoben wird, da fahren auch Späne. Ein gewisses Risiko ist immer da. Wir haben ja als so ein kleines, immer bedrohtes Land, das wäre ein Luxus für uns gewesen und sagen, ja, wir machen das und es gibt nur Vorteile und keine Nachteile. Wir müssen Vorteile und Abteilung müssen abwägen und dann die Entscheidung treffen. Ja. Und in diesem Fall, manche würden sagen, das ist ein Abenteuer, politisches Abenteuer, und aus einem Abenteuer könnte ein teurer Abend werden. Und da habe ich immer gesagt, von unseren Situationen, realen Situationen ausgegangen, dann sage ich mal, die Deutschen, die feiern am Ende des Jahres immer zwei Feste. Das ist Weihnachtsfest und eine Woche danach dann Neujahrsfest. Hm. Die Taiwaner haben in den letzten Jahrzehnten das ganze Jahr durch nur ein Fest gehabt, Risikofest. Wir müssen immer risikofest bleiben. Das heißt, gewisse Risiken sind immer da. Und diesmal haben wir uns gesagt, wenn ein Politiker, der ist kein Regierungsmitglied, Frau Pelosi ist kein Regierungsmitglied, und von daher hat Blinken und die Leute von Joe Bidens Regierung auch gesagt, das ist kein Bruch mit der sogenannten China-Politik, unabhängig davon, wie man eine China-Politik definiert. Ganz offiziell, ja. Aber die haben gerade mit diesen Militärübungen angefangen. Die sollen noch ein paar Tage laufen und die sind zum Teil auch wirklich im taiwanesischen Hoheitsgebiet und inmitten wichtiger internationaler Schifffahrtswege. Ja. Glauben Sie, dass daraus wirklich eine handfeste Kriegssituation sich entwickeln könnte? Theoretisch ja. In der Praxis gehe ich eher davon aus, dass die Chinesen sozusagen zunächst mal uns anschüchtern möchten. Sowas darf sich nicht mehr wiederholen. Mhm. Aber wir sehen das ein bisschen anders. Die sind noch nicht in der Lage. Die Chinesen haben zwar in den letzten Jahren, was Marine anbelangt, haben sie stark zugebaut, haben sie aufgewertet, ausgerüstet, aufgestockt, würde ich sagen. Aber die sind im Moment noch nicht in der Lage, in so einen direkten frontalen Konflikt, das heißt, sprich militärischen Konflikt mit den USA hineinzustürzen, auch mit den Japanern. Noch nicht. Noch nicht. Das heißt, sie spielen auf Zeit? Ja, das kann man wohl sagen. Die Frage ist natürlich, manche sagen in 5 Jahren, manche sagen in 10 Jahren oder spätestens bis zum 2049. Das wäre so das 100. Jubiläumsjahr der Gründung der Volksrepublik. Aber im Großen und Ganzen, ich glaube, hier in Deutschland hat in der letzten Zeit eigentlich, also ich habe in den letzten 3 Jahren kaum von
Asien-Pazifik gehört. Stattdessen hört man immer nur von Indo-Pazifik, und zwar Indo-Pazifische Strategische Allianz. Das ist ein langer Begriff, fast so kompliziert wie Annegrete Kramp-Karrenbauer. Ja. Aber die schließen sie zusammen unter der Leitung von USA, von Japan. Der Begriff Indo-Pazifische Strategische Allianz stammt ja von den Japanern, von der Shinzo Abe, der leider vor kurzem ermordet wurde. Also Taiwan ist ein Glied von dieser Kette. Ja, greifen Sie Taiwan an, greifen Sie diese ganze Verbündete an. Ja, denn ohne diese Verbündeten ist Taiwan ein bisschen aufgeschmissen, oder? Ja, das ist so. Aber wir haben ja noch andere Waffen. Zwar. Wir haben insgesamt 3 Waffen, mit denen wir sozusagen die chinesische Attacke abwehren können. A, wir sind eine Demokratie und insofern sind wir ein Mitglied von der Wertefreiheit. Dann haben wir noch diese sogenannte Halbleiterindustrie. Ja. Super wichtig für die ganze Welt. Ja, ohne die Produkte von uns, von Taiwan, gibt es kein Auto von Volkswagen, gibt es kein Auto von BMW, von Benz, von Audi. Es gibt auch kein Handy. Ja, 60% von einer Apple-Handy-Komponent stammen vom Zulieferer von Taiwan. Ja. Und jetzt möchte ich den dritten Punkt hören. Der dritte Punkt ist dann die Schlüsselrolle, die wir spielen in dieser sogenannten Indo-Pazifische Strategischen Allianz. Also die geopolitische und strategische Lage von Taiwan, ja, das ist ein Geschenk von Gott oder von Buddha. Taiwan befindet sich gerade in diesem Schnittpunkt von Taiwanstraße und Westpazifik. Hat man Taiwan, hat man die Kontrolle. Nach oben hin über Japan, nach unten hin über diese 10 ASEAN-Länder. Und jeder dritte Euro, die die Deutschen, die Franzosen, die Briten verdienen, durch ihre Handel mit Wert draußen, kommt aus ihrem Geschäft mit diesen Gewässern, mit dieser Anreinigung von diesen Gewässern. Kurz, die Exportnation, die können es sich nicht leisten, dass Taiwan unter die Kontrolle kommen würde von China. Das Gespräch ging natürlich noch weiter. Wir haben darüber gesprochen, ob sich die Taiwanesen momentan als Spielball im internationalen Konflikt sehen. Professor Xie zieht hier eine höchst interessante Parallele zum Fußball. Außerdem schätzt er die Möglichkeiten einer friedlichen Lösung in diesem Konflikt ein. Hören Sie das ganze Interview morgen als Sonderpodcast auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer-App. Und wir bleiben beim Thema. Mein Kollege Michael Bröker hat zu der angespannten Lage zwischen China und Taiwan mit dem CDU-Abgeordneten und Außenpolitiker Dr. Norbert Röttgen gesprochen. Hier erklärt er, warum die Situation in Taiwan nicht mit der in der Ukraine vergleichbar sei. Einen schönen guten Morgen, Herr Röttgen. Guten Morgen, Herr Bröker. Wie müssen wir das militärische Manöver der Chinesen bewerten? Ist das nur der Auftakt einer kriegerischen Auseinandersetzung oder nur eine Drohung, auf der dann vielleicht nichts folgt? Also es ist ein vollständig inakzeptables militärisches Drohen und Drohgebärden, die nicht zu akzeptieren sind. Ich interpretiere es so, dass Xi Jinping sich die Gelegenheit nicht entgehen lässt, den Nationalismus zu Hause anzufachen und auch Stimmung zu machen. Er hat einen wichtigen Parteitag vor sich, aber Kriegsplanungen lassen sich die Chinesen nicht von dem zufälligen Besuch einer amerikanischen, auch hochrangigen Politikerin vorschreiben. Das entscheiden die schon selber. Aber Politik ist immer auch Prävention, Herr Röttgen. Was wäre also, wenn, glauben Sie wirklich, dass der Westen sich leisten kann, militärisch eine kleine Insel zu verteidigen, wenn die großen Chinesen, mit denen wir eng wirtschaftlich verflochten sind, wirklich dieses Eiland einnehmen wollen? Ich muss Sie enttäuschen, dass ich darüber nicht sprechen will, denn wir können nicht leichtfertig schon Kriegsplanungen machen. Ich jedenfalls möchte es als Politiker nicht tun. Wir müssen eben sehen, dass es gefährlich ist. Wir müssen ernst nehmen, die wiederholte Ankündigung von Xi Jinping und der gesamten Staats- und Parteiführung in China, die sogenannte Wiedervereinigung mit Taiwan zu vollziehen unter allen Mitteln, und das heißt mit gewaltsamen Mitteln. Das ist ernst zu nehmen und darauf müssen wir uns vorbereiten.
Für uns ist es keine militärische Frage, sondern für uns ist die Frage, dass wirtschaftliche Sanktionen gegen China massive Gegensanktionen ausüben werden und sind wir dann überhaupt standfest? Das, was wir jetzt bei der Energieabhängigkeit bei Russland erleben, das ist ein Klacks gegenüber unserer Abhängigkeit, eigentlich die Breite der deutschen Volkswirtschaft von China. Das ist der entscheidende Punkt. Absolut richtig, aber sowohl die Außenministerin Frau Baerbock als auch die FDP-Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments vergleichen schon jetzt den Fall Taiwan mit der Ukraine, wo wir am Ende uns jetzt auch militärisch engagiert haben und sei es nur durch Waffenlieferung. Ist dieser Fall überhaupt vergleichbar? Nein, der Fall ist wirklich nicht vergleichbar. Es sind die Region ist eine ganz andere. Es geht bei uns um den Revisionismus, den aggressiven, gewaltsamen Revisionismus in Europa. Der Generalsekretär der NATO hat heute gesagt, es sei jetzt die gefährlichste Situation in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Das ist nicht die Situation im Indo-Pazifik. Auch völkerrechtlich ist es etwas ganz anderes. Unser Engagement ist etwas anderes. Aber wir müssen uns gleichwohl vorbereiten, weil der Ernstfall ist angekündigt. Und wenn wir unvorbereitet sind, dann werden wir dort ganz schlecht aussehen. Herr Röttgen, letzte Frage. Die Bundesregierung arbeitet an einer China-Strategie. Was muss der Kern einer solchen Strategie sein? Partnerschaft oder doch systematische Gegnerschaft? China ist alles gleichzeitig Partner und Rivale. Der Kern muss eine neue Außenwirtschaftsstrategie sein, vereinbart zwischen Politik und Unternehmen, die unsere Abhängigkeit in zentralen strategischen Sektoren unserer Volkswirtschaft reduziert, neue Wachstumsfelder definiert. Das muss der Kern einer neuen China-Politik und China-Strategie sein. Herr Röttgen, vielen Dank für diese Information und die klare Analyse. Sie gehen in den Urlaub. Ich wünsche Ihnen eine gute Erholung. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, alles Gute, Ihnen auch gute Erholung. Und was ist heute an den Finanzmärkten los? Hier wundern sich so einige Anleger über die starke Coinbase-Aktie. Was genau da los ist, das weiß meine Kollegin in New York. Guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Chelsea. Die Krypto-Plattform Coinbase hatte in der Vergangenheit immer wieder mit Problemen zu kämpfen. Jetzt ist die Aktie deutlich im Plus. Kannst du uns aufklären, warum? Ja, Coinbase hat eine Partnerschaft mit BlackRock bekannt gegeben. Dadurch sollen institutionelle Kunden Bitcoin kaufen können und die haben dann auch Zugang zu der Coinbase Prime-Funktion, mit der man Krypto professionell traden kann. Das ist echt ein Mega-Deal für Coinbase. BlackRock ist der größte Vermögensverwalter der Welt. Die verwalten mehr als 8 Billionen Dollar. Also die News allein hat eigentlich schon gereicht, um die Coinbase-Aktie auf Höhenflüge zu bringen. Zwischenzeitlich ging es da um bis zu 40% nach oben. Aber was noch dazu kam, die Meme-Trader, also die Kleinanleger, die sich online bei Wall Street Bets zum Traden verabreden und ja auch schon kollektiv Aktien wie GameStop massiv nach oben getrieben haben, die haben auch ausführlich über die Coinbase-Aktie diskutiert und gekauft, was die Aktie noch zusätzlich nach oben getrieben hat. Auch für die Krypto-Community als solche sind es natürlich super Nachrichten, weil die sind der Meinung, sobald Institutionen groß in Krypto einsteigen und den Wert und die Vorteile von Kryptowährungen für sich erkennen, dann wird es auch für die Kryptokurse kein Halten mehr geben. Also langfristig könnte sich das echt positiv auswirken, kurzfristig aber jetzt erstmal super für die Coinbase-Aktie. Die sind diesen Jahr immer noch mit 65% im Minus. In dieser Woche allein konnte sie aber um 50% an Wert gewinnen. Danke, Anne, für diesen Einblick. Und wir machen jetzt direkt weiter mit Annette Weißbach, die schon am anderen Ende der Leitung wartet. Guten Morgen, Annette. Guten Morgen, Chelsea. Bei der Lufthansa gibt es trotz der vergangenen Pandemie und des akuten Personalmangels gute Nachrichten. Welche sind das, Annette? Und bei der Lufthansa ist wieder große Zuversicht ausgebrochen. Das Jahr 2022 wird wohl das erste Jahr mit einem Jahresbeginn seit Beginn der Pandemie werden. Carsten Spohr, der Vorstandsvorsitzende, sagt auch, dass die Überkapazitäten, wie sie bis 2019 noch herrschten, vorbei sind. Also quasi die Pandemie und auch die Krise eine Marktbereinigung zur Folge hatten. Gestützt wird die Prognose der Lufthansa auch von den guten Zahlen aus dem vergangenen Quartal. Die Lufthansa-Aktie konnte gestern deutlich zulegen. Und hinzu kommt auch, dass Lufthansa wieder viel Personal einstellen möchte. Momentan leidet die Airline ja unter zu wenig Mitarbeiterinnen. Dieses Jahr sollen 5.000 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt werden und nächstes Jahr ebenso viele. Gesucht wird vor allem Personal für die Cockpits und die Kabinen von Eurowings und Eurowings Discover sowie die Bodendienste an den Flughäfen. Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht? Dass wir nicht schon viel früher Uri Geller um seine Hilfe gebeten haben.
Uri Geller, der berühmte TV-Magier, verbiegt hauptberuflich eigentlich Löffel, doch nun möchte er die Gedanken von Wladimir Putin lenken. Auch der Magier verfolgt besorgt den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Der Mentalist möchte nicht länger tatenlos zusehen und veröffentlichte deswegen, wie so viele zuvor auch, einen offenen Brief an den russischen Machthaber. Darin formuliert Geller deutlich seine Warnung an Putin. Das ist eine ernsthafte Warnung an Wladimir Putin. Sollten Sie sich für den Einsatz von Nuklearwaffen entscheiden und Schottland als Ziel wählen oder jedes andere Land der Welt, werden Ihre Pläne, Ihre Raketen auf Sie zurückfeuern. Ich werde jedes letzte Molekül meiner mentalen Kraft nutzen, um Sie am Einsatz nuklearer Waffen zu hindern. Er fürchtet den Einsatz von Atomwaffen. Mit all seiner mentalen Kraft möchte er das Einsetzen nuklearer Waffen verhindern. Das Praktische ist, sollte es niemals zum Einsatz von Atomwaffen kommen, kann Uri Geller immer sagen, dank meiner mentalen Kraft konnte ich diese Katastrophe abwenden. Und sollte es doch dazu kommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sich rechtfertigen kann, eh gering. Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht? Na, dass so viele Brieftauben spurlos verschwunden sind. Knapp 3000 werden seit einigen Tagen vermisst beim großen Taubenflug-Klassiker von Narbonne in Südfrankreich. Und die Taubenzüchter sind sauer. Verständlicherweise, denn schon bevor die Tiere gestartet sind, standen die Zeichen auf Sturm. Massenstart beim Taubenwettflug. Trotzdem wurde die Starterlaubnis erteilt und die Tiere, die sich wahrscheinlich mittels Magnetfeldlinien und Geruch orientieren, gerieten bereits 30 Kilometer nach dem Start in heftige Winde, wurden so orientierungslos. An ihrem Zielort in Belgien kamen sie nie an. Die betroffenen Züchter erheben nun schwere Vorwürfe gegen die Rennleitung, denn nicht nur liegen die Tiere ihren Züchtern am Herzen, hier geht es auch um Geld. So, für 13.010 $. Denn so eine belgische Renntaube kann sehr teuer werden. Taubenzucht ist Big Business. 18.000 Taubenzüchter gibt es dort und vor 2 Jahren wurde die Taube New Kim versteigert. New Kim is now at 1.320.000 Euro. This is almost 100.000 Euro more than the most expensive pigeon before, Armando. The auction will end Sunday. And we don't know what the final price will be. It's also, it will be a surprise to us. Letztlich für 1,6 Millionen Euro. Damals hatte ein reicher Chinese zugeschlagen, denn in China existiert der größte Markt für Renntauben, wie hier in einer ProSieben-Doku beschrieben wird. Ich habe früher am Aktienmarkt spekuliert und viel Geld damit gemacht. Das nehme ich jetzt für meine Tauben. Renntauben können mit Rückenwind bis zu 120 km/h fliegen und finden ihr Ziel auch über hunderte Kilometer. Doch manchmal verlieren selbst die schlausten Vögel ihren Orientierungssinn. Ich wünsche Ihnen jetzt einen federleichten Start in den neuen Tag und nachher in das Wochenende. Ich bin Chelsea Speaker und wir hören uns Montag hier wieder. Same time, same place.